Die Osterkükenwette. André und die Morgenmädels suchen den schnellsten Schlüpfer. Hallihallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Kükenkieken und wir machen es kurz und schmerzlos. Die Glucke guckt mal nach, schaut mal nach. Vielleicht ist ja schon was passiert. Vielleicht ist schon was geschlüpft. Gucken. Nee. Nee. Alle noch zu? Oh, guck mal. Noch kein Küken da? Dirty Dotty schläft. Mhm. Also, noch nichts passiert. Wir machen es wieder zu. So. Aber wie es aussieht, wenn dann tatsächlich was geschlüpft ist, wenn was passiert ist, das haben wir uns gestern mal angeguckt. Schau mal. So, hallihallo nochmal, herzlich willkommen zum Kükenkieken und wir sind jetzt mal raus aus dem Studio und rein in das Berufsschulzentrum für Agrarwirtschaft und Ernährung. Das einzige dieser Art übrigens in Sachsen. Und so sieht es mal aus, wenn unser Experiment dann erfolgreich beendet wurde, hoffentlich. Das sind jetzt ganz normale Küken. Das sind ganz normale Küken. Ich glaube, wir haben ja Zwerghühnerküken, das sind ganz normale Küken. Aber vielleicht sollten wir erstmal die ganzen netten Menschen hier vorstellen. Das sind jetzt quasi die Küken-Mamas und Papas. Stellt euch mal selber vor. Ich bin die Sabine. Ich bin der Thomas. Ich bin die Anja. Ich bin der Hans. Ich bin die Tessa. Ich bin die Sophie. Ich bin der André. Sehr schön. Und das sind die Küken. Jetzt an euch vielleicht mal die allererste Frage. Wir brüten ja im Moment noch. Also unsere Brutmaschine läuft noch. Gibt es da jetzt irgendwas, was muss man beachten, damit es dann so erfolgreich wird wie bei euch? Also es gibt bestimmte Brutbedingungen, die beachtet werden sollten. Zum Beispiel die Temperatur, die muss bei 38,7 Grad liegen. Und es muss eine bestimmte Feuchtigkeit in dem Brutapparat herrschen. Und ich glaube, man muss immer in Bewegung bleiben als angehendes Küken. Richtig. Richtig. Muss also immer bewegt werden, regelmäßig? Noch irgendwas wichtig? Ganz wichtig ist noch die Belüftung. Es muss genug Luft vorhanden sein. Okay. So, und wenn es dann jetzt spannend wird, also für mich ist das irre spannend, weil es ist meine erste Geburt im wahrsten Sinne des Wortes. Ich weiß ja nicht, ob ihr dabei wart. Was gibt es da zu beachten? Muss ich dem Küki irgendwie helfen? Was passiert da? Also grundsätzlich sollte man nicht helfen, sie müssen es alleine schaffen. Ja, also wenn sie es nicht schaffen, dann werden sie es nie schaffen und es ist dann leider zu spät. Mhm. Wie sieht das aus? Könnt ihr das mal beschreiben? Also, gibt es da erst ein Riss im Ei oder geht es peng und das Küken kommt rausgeschossen? Nee, also das fängt mit so einem kleinen Löschlein an und vergrößert sich dann immer. Also, wie lange braucht das Küken, um sich da komplett so aus dem Ei zu befreien? Ein Tag. Ja. So, und jetzt sind sie nun da. Wie alt sind eure Küken? 2, 3 Tage, also 1, 2 Tage bestimmt. Und gestern sind sie geschlüpft. Was muss man denn da jetzt machen? Also was trinken die, was essen die, wie muss ich die behandeln? Also die ersten 2 Tage ernähren sich noch von dem Dotterfang. Ja. Was ist denn das? Hängt das da irgendwo dran? Nee, das ist im Bauch drin. Da ist halt noch die Ernährung drin von dem Ei. Okay, also ersten 1, 2 Tage nicht füttern und dann? Ja, und dann brauchen sie natürlich ausreichend Wasser immer zur Verfügung und dann gibt es Körnerfutter und da gibt es dann auch spezielle Startermischungen für Küken, die man füttern kann. Und wissen die das denn alleine? Also wissen die, ich muss das jetzt essen oder muss man denen das zeigen? Nee, das ist ein Reflex, die Küken da drauf und das kriegen die dann schon selber mit, dass man das essen kann. Okay, so, jetzt kommt die alles entscheidende Frage. Dürfen wir mal einen Küken in die Hand nehmen? Dürfen wir das einfach mal machen, oder? Ja. Wie geht das? Ich. Zeig mal. Gutschi. Oh. Vorsicht. Oh, ist das klein. Oh, ist das niedlich. Hat das einen Namen? Habt ihr auch noch keinen? Aber es sieht ein bisschen aus wie Dirty Dotty, finde ich. Oder? Oh, ist das niedlich. Also, ich bin verliebt. Ja, ich auch. Okay. Jetzt haben wir also gesehen, wie das aussehen kann. Wir hoffen natürlich, dass unser Experiment funktioniert. Drückt ihr uns alle die Daumen? Und wenn es geklappt hat, dann kommt ihr uns bitte im Studio besuchen. Ja. Und wenn es nicht klappt, bringt ihr einfach eure Küken mit. So, dann sagen wir nochmal ein ganz großes Dankeschön an das berufliche Schulzentrum für Agrarwirtschaft und Ernährung. Dankeschön an euch. Dankeschön an die Lehrer, bin ich mal so ins Off rein. Also
die André und die Morgenmädels Osterkükenwette. Ich bin jetzt total verliebt und freue mich auf meine Babys. Die Osterkükenwette. André und die Morgenmädels suchen den schnellsten Schlüpfer.